Kollegen. Ich möchte Sie herzlich bitten, wieder Platz zu nehmen zu unserem öffentlichen Fachgespräch Entwicklung und Belastung der Meeresbiodiversität in Nord- und Ostsee. Wir haben ja in dieser Legislatur, kann man sagen, aber speziell auch in diesem Jahr zwei ganz große Themen im Umweltausschuss. Zum einen das Klima, selbstverständlich, zum anderen die Biodiversität. Und beides hängt auch zusammen. Wir haben dazu vor kurzem ein Fachgespräch gemacht, Biodiversität und Klima. Und heute wollen wir den Blick unter die Wasseroberfläche richten, Biodiversität im Meer und die Entwicklung und Belastung eben dieser Meeresbiodiversität. Ein Thema, das, glaube ich, etwas unterbelichtet ist und das völlig zu Unrecht. Also wenn wir mal den Zusammenhang mit Klima nehmen, dann ist es so, dass Meere und Ozeane unsere wichtigste Kohlenstoffsenke sind einerseits und auf der anderen Seite durch die bereits vorhandene Erwärmung diese Veränderung der Meeresbiodiversität voranschreitet. Also es ist ein Kreislauf, in dem die Meere eine wichtige Rolle spielen. Und wir müssen schauen, wie wir aus dieser Spirale, die da stattfindet, rauskommen. Also wir reden von einem Bereich, der von Grundnetz, Schleppnetzfischerei betroffen ist, der von Einträgen aus der Landwirtschaft betroffen ist, der von sonstigen Schädigungen betroffen ist. Und wir wollen heute mit Sachverständigen, die wir uns dazu eingeladen haben, der Frage auf die Spur gehen, was wir tun müssen, was wir tun können, auch als Deutschland, um dieser ganzen Problematik Einhalt zu gebieten. So, ich begrüße zu diesem Fachgespräch neben dem Herrn Staatssekretär Pronold, herzlich willkommen, vor allem natürlich die von den Fraktionen benannten Sachverständigen. Es sind heute 4 Personen und ich begrüße ganz herzlich Thilo Mack von Greenpeace Germany, herzlich willkommen. Dann Herrn Professor Edmund Maser vom Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaft in Kiel. Herzlich willkommen. Frau Anne Böhnke-Henrichs vom NABIO, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und Frau Professor Antje Bözius vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Ganz herzlich willkommen, Frau Bözius. So, eine Anmerkung wie üblich bei öffentlichen Veranstaltungen in Ausschüssen. Das Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte sind nicht erlaubt, sondern der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Und ich weise darauf hin, dass die Sitzung im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 um 20 Uhr übertragen wird. Das Video der Veranstaltung wird später auf der Internetseite des Umweltausschusses verlinkt und kann dort jederzeit eingesehen werden. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen und PowerPoint-Präsentationen werden somit über das Internet zugänglich gemacht. Wir haben üblicherweise ein Wortprotokoll hier. Soll auch dieses Mal ein Wortprotokoll angefertigt werden oder gibt es dazu Widerspruch? Den sehe ich nicht, also ist es so beschlossen. Und ich werde jetzt unsere Sachverständigen, die noch nicht hier waren, Herr Mark kennt das wahrscheinlich schon, darüber informieren, wie der Ablauf hier ist. Sie haben jetzt zu Beginn jeweils Zeit für ein Statement von ungefähr 3 Minuten. Das ist nicht sehr viel, klar, aber es kommt ja die Debatte anschließend und da geht das dann weiter. In den Diskussionsrunden werden Sie gefragt von Abgeordneten und für diese Frage und Antwort besteht jeweils ein Budget von 5 Minuten. Das heißt, jeder und jede Abgeordnete, die Ihnen eine Frage stellt, entscheidet damit selbst, wie viel Zeit Ihnen für die Antwort bleibt. Hier oben, wenn keine PowerPoint läuft, was nur bei den Eingangsstatements der Fall ist, läuft die Uhr ab. Und können Sie das sehen überhaupt? Die sitzen direkt drunter. Ja, das ist nicht so wahnsinnig günstig. Da müssen wir uns irgendwie bemerkbar machen von hier. Das werden wir dann tun. Also alle anderen haben die totale Kontrolle, nur Sie können nichts sehen. Das ist nicht so ganz günstig, ja, Entschuldigung dafür. Aber jedenfalls, wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, was wir dann rechtzeitig anzeigen, sollten Sie mit Ihrer Antwort auch durchgegangen sein. Und so werden wir vielleicht Zeit haben für 3 Frage-Antwort-Runden. Natürlich nur, wenn wir die Zeitvorgaben auch einigermaßen einhalten. So, und damit beginnen wir. Und das Wort für das erste Statement bekommt Herr Mark. Bitte schön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende und Mitglieder des Umweltausschusses.
Die Folgen der Klimakrise, die immer weiter zunehmende Plastikvermüllung und vor allen Dingen die Zerstörung durch die Fischerei haben die Meere weltweit in eine historische Krise geführt. Dies gilt global. Gehen Sie näher ins Mikro, dann können wir es besser aufpassen. Dies gilt. Entschuldigung, gerade noch eine Bemerkung. Ja. Ich habe gerade gehört, dass nachvollziehbarerweise von Sachverständigen, von Ihnen, Herr Maser, kam, dass der Wunsch ist, diese PowerPoint zu sehen. Aber bitte setzen Sie sich gerne woanders hin, wo Sie das sehen können. Wollen wir alle zusammen umziehen? Oder Sie setzen sich direkt woanders hin, dann haben Sie auch die Kontrolle über die Uhr. Ne? Oder wollen Sie überhaupt vielleicht sich einfach in diese erste Reihe setzen, damit Sie auch die Uhr sehen können nachher? Insgesamt, ja, machen Sie das. Ne? Die 5 Minuten nehmen wir uns jetzt noch, weil das ist wirklich kein sehr gutes Arrangement, was hier getroffen wurde. Ich kam plötzlich von hinten, keine Ahnung. Nee, wir sind ja durch damit. Ich fand es nur so verwunderlich. So. Wunderbar. Jetzt sitzen Sie also mitten unter uns, dann hat auch diese Anklagebank ausgedient. Und Herr Mark, bitte. Ja, begrüßt hatte ich Sie schon. Das wiederhole ich nicht. Ich hatte gesagt, dass die Folgen der Klimakrise, die immer weiter zunehmende Plastikvermüllung und vor allen Dingen aber auch die Zerstörung durch die Fischerei, die Meere weltweit in eine nie dagewesene Situation geführt haben. Dies gilt global, aber auch regional und national. 2020 ist ein entscheidendes Jahr für den Meeresschutz, da sich mehrere internationale Verpflichtungen das laufende Jahr als Zielmarke gesetzt haben. Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sieht vor, bis dahin einen guten Umweltzustand der EU-Meere erreicht zu haben. Doch davon sind wir leider weit entfernt. Auf Ebene der Konvention zum Erhalt der Artenvielfalt hat man sich verpflichtet, bis 2020 mindestens 10% der Meere unter Schutz zu stellen. Aber auch dieses Ziel wird nicht erreicht. Schaut man sich die, jetzt ist die PowerPoint-Präsentation vorbei, aber ich glaube, ich kriege das auch so hin. Schaut man sich die Verteilung der Schutzgebiete in der deutschen, jetzt ist sie wieder da, die Verteilung der Schutzgebiete in der deutschen Nord- und Ostsee an, hier in orange und schraffiert dargestellt, dann könnte man meinen, sich bequem zurücklehnen zu können. Denn fast die Hälfte sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Dazu gehören der Nationalpark Wattenmeer, aber auch die Gebiete des europäischen Natura 2000-Netzwerkes. Durch diese Schutzgebiete sollen bestimmte Lebensraumtypen, aber auch bestimmte Tierarten wie Schweinswale, andere Meeressäugetiere oder bestimmte Seevogelarten geschützt werden. Bereits 2007 erkannte die EU-Kommission die Schutzgebietskulisse an. Das war vor 13 Jahren. Soweit so gut. Auflage ist es, negative Einflussfaktoren so zu regulieren, dass sich der Zustand der zu schützenden Lebensräume und Tierarten nicht weiter verschlechtert. Besonders der Grundschleppnetzfischerei und der Fischerei mit Stell- und Kiemennetzen kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da sie Lebensräume zerstört bzw. Schweinswale und tauchende Seevögel in großer Zahl in den Netzen hängen bleiben und ertrinken. Für die Umsetzung der Natura 2000-Gesetzgebung sind die Umweltministerien verantwortlich. Sie entwickeln und setzen Managementpläne für alle Einflussfaktoren um. Aber leider geschieht dies nur in sehr, sehr enger Kooperation für bestimmte Fischereiformen mit den für die Fischerei verantwortlichen Stellen. Das ist in Deutschland das Landwirtschaftsministerium. Und dies hat dazu geführt, dass bis heute, 13 Jahre nach Unterschutzstellung, die Fischerei mit Grundschleppnetzen und Stell- und Kiemennetzen in den deutschen Schutzgebieten nicht beschränkt wurde. In der Nordsee hat man sich zwar mit den Fangnationen auf einen Beschränkungsvorschlag geeinigt, dieser wurde allerdings bereits im Sommer letzten Jahres von der EU-Kommission als unzureichend zurückgewiesen. Für die Ostseefischerei gibt es noch nicht einmal einen gemeinsamen Vorschlag der Fangnationen. Zwar hat die Bundesregierung einen Vorschlag für die Beschränkung der Grundschleppnetzfischerei erarbeitet, allerdings hart er der Akzeptanz durch die anderen Ostseeländer mit Fangflotte.
Für die Stellnetzfischerei, die jährlich für den Tod von tausenden Seevögeln und vielen Schweinswalen und Kegelrobben verantwortlich ist, gibt es noch nicht einmal eine Vorstellung davon, wie sie zu beschränken ist. Das ist weit mehr als bedauerlich, ökologisch eine Katastrophe und muss sich dringend ändern, um sich den selbstgesetzten Zielen auch nur ansatzweise nähern zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese perfekte Einhaltung der Zeit. Herr Professor Maser, bitte Ihr Statement. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, meine PowerPoint-Präsentation kommt. Es geht um das Thema ökologische und gesundheitliche Risiken im Meer durch versenkte Kriegsmunition. Und ich habe auf meiner ersten Folie ein Bild, dass das Munition im Meer also ein weltweites Problem ist und nicht nur die deutschen Küsten betrifft. Natürlich sind wir hier in Deutschland besonders betroffen aufgrund der Tatsache, dass die eben nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg dort sehr viel verklappt wurde. Wir haben also jetzt die Situation, dass 70 Jahre nach dem Krieg die Munition anfängt durchzurosten. Wir haben also 1,6 Millionen Tonnen in den deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee liegen. Und wir haben also schon im Sediment und wir haben im Freiwasser diese TNT und anderen Explosivstoffe gemessen. Und wir haben dann im Rahmen eines BMBF-geförderten Projektes eine Studie gemacht. Hier sehen wir Kiel, die Kieler Bucht, oben die Kohlberger Heide, rot markiert. Und in diesem Gebiet gibt es zum Beispiel 70 Ankertauminen. Jeder von diesen Böllern ist 1,50 Meter im Durchmesser und hat bis zu 350 Kilogramm Sprengstoff in sich. Wir haben dort Muscheln platziert. Die Konstruktion sieht man hier auf diesem Bild mit einem Auftriebskörper, mit einem Anker und dann links eben in 1 Meter Höhe und auf dem Grund zwei Muschelsäckchen. Die haben wir mittels Taucher dann dort platziert. Hier ein Sketch, da sieht man das, also eine durchrostende Ankertaumine mit den austretenden Sprengstoffen mit unseren Muscheln. Und wir haben dann entsprechend nach 3 Monaten die Muscheln geborgen und mit hochsensitiven Analysegeräten im Labor untersucht. Die roten Punkte zeigen also um den Ankertauminen herum die Positionen dieser Muscheln. Und das ist jetzt eine Herausforderung an Sie. Das ist also jetzt tatsächlich das, was wir gemessen haben in zwei verschiedenen Skalen. Was an den Sprengstoffen aus den rostenden Ankertauminen herausgekommen ist. Interessanterweise haben wir 200 Meter östlich von dieser Position nochmal so eine Monitoring gemacht, indem wir Sprengkrater gemessen haben. Das sind also diese blauen Kreise, sind jeweils ein Sprengkrater von einer extra zur Sprengung gebrachten Mine. Und dort liegen also dann Sprengmaterial, also TNT und Schießwolle in Brocken herum. Man sieht das da in einem kleinen Ausschnitt. Das ist dann Fußball- bis Basketballgröße. Und der ganze Meeresgrund ist also voll dieser Brocken. Wir haben dort auch entsprechend diese Muscheln hingehangen. Und ich habe nochmal ein Histogramm mitgebracht. Und ich mache jetzt mal die Skalen. Die Y-Achse ist in beiden Feldern gleich. Wir haben also links eine gewisse Menge an der rostenden Munition und rechts ein Vielfaches an dessen, was dann in die Muscheln reingeht. Und da hängen nun zwei wichtige Nachrichten dran. Die eine Nachricht ist, bitte nicht sprengen. Wenn wir unter Wasser sprengen, dann verteilen wir diese Sprengstoffe auf dem Meeresgrund und die finden dann einen 50-fach höheren Eintrag in die Meeresorganismen, in die Muscheln, in die Fische. Und die zweite Message ist, wenn wir jetzt noch warten und bis diese ganzen Munitionskörper durchgerostet sind, dann haben wir das gleiche Szenario, wie wenn wir das sprengen würden. Auch in Zukunft müssen wir damit rechnen, dass wir einen vielfach höheren Eintrag in die Meeresorganismen haben und letztendlich auch in die marine Nahrungskette. Das habe ich dann hier nochmal alles zusammengefasst. Das können wir dann in den Fragen auch nochmal diskutieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Frau Bönke-Henrichs, Ihr Statement bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich will auf die folgenden Punkte Fischerei, Eutrophierung, Offshore-Wind, Munitionsaltlasten im Besonderen eingehen. Voran, eingangs ja schon erwähnt, auch das Problem Klimawandel, was natürlich die Meere besonders betrifft. Und hier will ich einfach nochmal betonen, dass es eben zwei Seiten einer Medaille sind. Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise im Meer gehören zusammen und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ein weiteres Problem neben dem Klimawandel ist die Fischerei, insbesondere durch Grundschleppnetze, da dadurch der Meeresboden
und die Lebensgemeinschaften am Meeresboden zerstört werden. Um mal eine Zahl zu nennen, in der südlichen Ostsee werden Gebiete teilweise 20 Mal im Jahr mit Grundschleppnetzen befischt. Was in Schutzgebieten, in europäischen Schutzgebieten durch Grundschleppnetze passiert, ist hier untersucht und dargestellt. Wir sehen hier, dass innerhalb von Schutzgebieten mit bodenberührendem Fanggerät intensiver gefischt wird. Und das führt dazu, was wir auf der anderen Seite sehen, dass eben die geschützten Arten innerhalb der Schutzgebiete viel geringer vorkommen. Also hier entfalten die Schutzgebiete nicht die Wirkung, die sie entfalten müssten. Und die Darstellung zeigt einfach nochmal sehr schön die Effekte, die grundberührende Fischerei ausübt. Nächstes Problem ist die Eutrophierung, insbesondere der Ostsee als abgeschlossenes Meer, besonders sensibel dafür, weil der Wasseraustausch eben recht gering ist. Und ich habe hier einfach gegenübergestellt zwei Jahreskartierungen von zwei verschiedenen Jahren, einmal 1969, einmal 2018. Und wir sehen, dass die rot schraffierten und auch die gräulich schraffierten Bereiche sehr, sehr stark zugenommen haben. Das sind Bereiche, wo eben zu wenig Sauerstoff im Meerwasser in den tiefen Ostseebecken vorhanden ist. Die Lebensgemeinschaften, also alle Arten, die nicht fliehen können, sterben in der Regel. Und es hat auch Effekte für kommerziell relevante Arten, wie zum Beispiel den Dorsch, wo wir sehen, die grau schraffierten Bereiche sind derzeit noch genutzte Laichgebiete. Die hellgrauen Bereiche werden aktuell nicht genutzt, auch weil wir die Sauerstoffmangelsituation derzeit in der Ostsee haben. Die nächste Herausforderung, schon eingangs angekündigt, die zwei Seiten der Medaille. Natürlich wird Offshore-Wind einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten. Wir müssen uns allerdings gut überlegen, wo und wie viel. Und das ist bisher nicht adressiert. Also wir müssen eigentlich nicht nur von dem Bedarf, wie viel Offshore-Windenergie brauchen wir, herangehen, sondern wir müssen umgekehrt eigentlich fragen, im Sinne eines Ökosystemansatzes, wie viel Offshore-Wind vertragen Nord- und Ostsee und entsprechend so planen. Die Karte zeigt als Szenario ein 50 Gigawatt Szenario für die deutsche Nordsee. Das sind alle rötlich markierten Bereiche. Zur Munition, glaube ich, da muss ich jetzt nichts noch weiter ergänzen. Haben wir gerade was gehört. Und die Frage ist nur, wie können wir diese Biodiversitätskrise in den Meeren lösen? Und hier sind, denke ich, Schutzgebiete mit Nullnutzungszonen ein Mittel der Wahl. Und die positiven Effekte solcher Nullnutzungszonen sind hier einfach dargestellt, wo eben in No-Take-Zonen Biomasse-Dichte von Arten deutlich ansteigt und verdeutlicht, dass es ökologische Effekte zeigt, wenn man diese Nullnutzungszonen einrichtet. Und das kann auch für die Fischerei Vorteile haben, wenn man dann Spillover-Effekte hat. Also weil dann nämlich Fische, kommerziell relevante Arten, auch in angrenzende Gebiete sich ausbreiten und dann auch wieder gefangen werden können. Dankeschön. Frau Professor Bötius, bitte. Ja, hallo. Dann zuletzt noch einmal etwas aus der Forschung. Gestern haben wir die Festveranstaltung Deutsche Allianz Meeresforschung gehabt, die eben zum Ziel hat, besonders in den Bereichen Nachhaltigkeit, nachhaltige Meeresforschung und Meeresschutz voranzukommen. Und zu den ersten Missionen gehört eben auch mit verschiedenen Ämtern geplante gemeinsame Forschungsstrategien in Nord- und Ostsee. Ich möchte noch mal kurz betonen, dass diese Anzahl der Drucksituationen auf Lebensraum und Meereslebewesen, dass ich die nur bestätigen kann von meinen Vorrednern und dass wir hinzufügen müssen eben noch die Belastung durch verschiedene Arten von Mülleinträgen, von Kleinstpartikeln bis Großpartikeln. Und dass zu den direkten Auswirkungen der starken Erwärmung der Nordsee, die ja weit über dem Durchschnitt ist der Weltmeere, einschließlich eben Hitzewellen, die jetzt auch letzten Sommer extrem die Ostsee betroffen haben, wir eben zusätzlich ganz schnelle Veränderungen in den Nahrungsnetzen bekommen. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Einwanderungsrate invasiver Arten, die auch Nahrungsnetze verändern und Lebensräume verändern. Das heißt also, was wir von der Forschung tun müssen, ist in der Betrachtung dieser Dynamik Indikatoren entwickeln,
die, mit denen wir überhaupt die Ziele, die wir schon längst abgestimmt haben, dann überprüfen können. Und das ist eben das Bemerkenswerte, deswegen haben Sie uns sicher auch eingeladen, es ist 2020, wir haben politisch verhandelte Ziele, wir haben europäisch verhandelte Ziele und fallen weit ab. Und der Grund dafür sind immer wieder Blockaden zwischen den verschiedenen überlagerten Interessen, die wir haben. Natürlich ist es schwierig, in der Nordsee so eine Raumplanung aufzustellen, dass man die verschiedenen Interessen einschließlich des Naturschutzes berücksichtigt. Aber ohne das gelingt eben die Zielerreichung nicht, die politisch abgestimmt ist. Jetzt haben wir in 2018 diesen umfassenden Zustandsbericht, den ja zum Beispiel das BfN und UBA und viele andere Wissenschaftler auch haben mitgearbeitet. Und hier müssen wir eben noch mal sagen, dass es enttäuschend ist, in welch geringem Maße die Ziele, auch die, die man selbst in der Hand hat, nämlich Schutz einzurichten, wie die eben enttäuscht worden sind. Was kann man da tun? Es geht ja jetzt konkret darum, Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Und auch hier haben wir aus der Forschung verschiedene Vorschläge. Das eine, was ja essentiell ist, ist in der Verhandlung, wer nutzt welchen Raum wie, dass es uns gelingt, schnell und mutig dann auszuwählen, in welchen Bereichen was zurücksteht. Und es kann nicht sein, dass Biodiversität und Naturschutz immer hinter allen anderen Nutzungen zurückstehen muss. Da muss ehrgeiziger vorgegangen werden, denn wir können ja anhand der Zielüberprüfung sehen, dass wir so keine Ziele erreichen werden, dass wir alle Ziele, die gebildet worden sind, vor 10 Jahren jetzt noch einmal 10 Jahre verlängern müssen. Wir wollen in der Forschung gern auch da transdisziplinär forschen mit den Ämtern zusammen und Entscheidungshilfen bereitstellen, Modellhilfen, um diesen Konflikt zwischen verschiedenen Nutzern und der Bewahrung der Lebensvielfalt in unseren Meeren zu erreichen. Dankeschön. Vielen Dank allen auch nochmal für Ihre Statements. Wir kommen damit in die erste Frage- und Antwortrunde. Es beginnt Frau Damerow und sie hat eine Frage an Herrn Professor Maser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank, Herr Professor Maser. Als Schleswig-Holsteinerin ist natürlich das Thema Munitionsaltlasten für uns auch im Land ein Dauerthema. Sie haben ja Ihre Präsentation auch nicht ganz zu Ende bringen können. Sie hatten ja hier auch Aufgaben für die Zukunft genannt. Ich möchte noch mal eingehen auf Ihre eindringliche Warnung, dass auch gezielte Sprengung nun nicht die Lösung ist, laut Ihrer Untersuchung. Die erste Frage wäre, es gibt ja auch Überlegungen oder auch Systeme, die eine Sprengung in sogenannten Wolken ermöglichen. Würde das möglicherweise eine Problemlösung sein? Und die zweite Frage wäre vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, eben, ich finde das auch sehr eingängig, dass eine normale Sprengung keine Lösung ist, weil es eben zu einer Verbreitung, Ausbreitung der Schadstoffe führt. Wie sind da die Kontakte zu anderen Ostseeanrainern? Ich weiß, das Thema ist auch immer wieder Thema bei der Ostsee-Parlamentarierkonferenz. Aber vielleicht können Sie noch mal etwas dazu sagen, wie hier auch auf wissenschaftlicher Ebene hier auch der Austausch stattfindet. Ja, vielen Dank für die Frage. Zur ersten Frage, zu dem Blasenschleier. Der Schutz des Blasenschleiers ist vor allen Dingen für die Schweinswale da, weil durch die Detonationen eben unter Wasser der Schall sich viel schneller und intensiver ausbreitet. Und man gesehen hat, dass die Schweinswale darunter leiden, dass bei denen eben entsprechend das Hörorgan und auch die Lunge geschädigt werden und die da zu Schaden kommen. Wir hatten ja das Problem letztes Jahr, als im Rahmen eines NATO-Verbandes 39 solcher Grundminen gesprengt worden sind, dass da eben fast 40 tote Schweinswale angeschwemmt worden sind. Dieser Blasenschleier hat nur was mit Schall zu tun, aber nichts mit der Verbreitung von Chemikalien. Das würde also nicht helfen, solche Unterwassersprengungen zu machen. Unterwassersprengungen können nötig sein, dann, wenn ein Munitionskörper so verrottet bzw. noch bezündert ist, dass es also lebensgefährlich ist für einen Taucher oder für eine Mannschaft, diesen Munitionskörper zu bergen. Dann kann man sich überlegen, ob man den zur Sprengung bringt oder nicht. Parallel dazu laufen Initiativen, dass wir ein robotisches, ferngesteuertes System entwickeln, das ROBEM,
um letztendlich da auch den Menschen nicht zu gefährden, wenn solche Sprengungen gemacht werden sollen. Aber es werden Sprengungen durchgeführt wie letztes Jahr, die unnötig sind. Und davor kann ich nur warnen. Wir haben ja diese Untersuchungsergebnisse, dass also diese Unterwassersprengung, man muss sich vorstellen, es explodiert ein Sprengkörper unter Wasser. Und unter Wasser haben wir einfach nicht genug Sauerstoff, dass dieses Munitionsmaterial verbrennt. Es kann sich eben nicht in CO2 und Stickstoff versetzen, sondern es bleiben diese Brocken übrig. Die Oberfläche wird vergrößert. Dann haben wir in Zukunft noch eine Klimaerwärmung. Und wir wissen, dass wenn ein System sich erwärmt, dass viel mehr von allen möglichen Stoffen in Lösung gehen. Und da haben wir eben das Problem, oder das sehen wir das Problem, dass da in Zukunft ja also eine gewisse Zeitbombe existiert, in dem diese Sprengung auf der einen Seite dazu führen, dass sich das Problem vergrößert, viel mehr von den Schadstoffen in die Ökosphäre aufgenommen werden, in die marine Nahrungsnetze reingehen und letztendlich dann auf dem Speiseteller des Menschen landen. Und gleichzeitig jetzt angesprochen das Problem des Durchrostens. Das hatte ich ja in dem Statement auch eingangs erzählt, dass im Moment noch diese rostenden Hüllen quasi als eine Art Schutz in Anführungsstriche für diesen in Lösung gehen der Schadstoffe eine Rolle spielen. Aber wenn diese Schutzhüllen weggerostet sind, kann man sie erstmal nicht mehr mit dem Echolot detektieren. Man braucht das Metall, um letztendlich festzustellen, ob da ein Munitionskörper liegt oder nicht. Und wenn diese schützende Hülle weg ist, dann haben wir eben das Problem, dass wir dann auch noch mehr von diesen Substanzen in der Umwelt haben. Wir haben, um noch die zwei Fragen, Nummer 2b zu beantworten, ja, wir sind im Austausch mit verschiedenen Nationen. Mit den Ostseeanrainern haben wir einen sehr intensiven Austausch. Wir versuchen jetzt auch Mittelmeerländer, Spanien, Frankreich, Italien mit ins Boot zu holen. Dort haben wir es vor allen Dingen mit Vertretern der Marine zu tun. Und die sind immer noch so gestrickt, dass sie sagen, wenn wir das sprengen und wir tauchen hinterher runter, dann sehen wir die Mine nicht mehr. Also haben wir Erfolg gehabt. Und wenn ich dann sage, ja, aber dann liegt doch der Sprengstoff verteilt auf dem Meeresboden rum, dann zucken die nur mit den Schultern und sagen, ja, aber die akute Gefahr ist erstmal weg, dass irgendwie durch eine Explosion jemand zu Schaden kommt. Dankeschön. Die nächste Frage stellt Herr Schwabe und sie geht an Herrn Mark. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben ja vorhin nicht so richtig viel Zeit gehabt, in den 3 Minuten nochmal irgendwie umfassend die Dinge zu erklären. Vielleicht können Sie es nochmal ein bisschen umfassender darstellen, warum wir eigentlich den guten Umweltzustand eben nicht erreicht haben in der Nord- und Ostsee und wie das eigentlich aussehen müsste. Und vielleicht können Sie auch nochmal doch kurz beleuchten die Komplexität der Lage, ohne jetzt irgendwie Deutschland da besonders rechtfertigen zu wollen, aber vielleicht können Sie mal nochmal deutlich machen, mit wem man eigentlich in der Nord- und Ostsee sich verständigen müsste, wenn wir denn in der Lage sind, uns umfassend auf der Ebene der deutschen Regierung zu verständigen. Ja, vielen Dank für die umfassende generelle Frage. Ich versuche eine umfassende generelle Antwort darauf zu geben und teile das mal in die beiden Bereiche, auf die ich auch eingegangen bin. Zum einen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und zum anderen den Natura 2000 Rechtsakten. Zur Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, da war das Ziel, sich bis 2020 zu versichern, dass bis dahin ein guter Umweltzustand der europäischen Meere erreicht ist. Und das ist natürlich erstmal ein hehres Ziel, aber die Frage ist, was ist denn eigentlich ein guter Umweltzustand? Und man hat sich dem letztendlich dadurch genähert, dass man sogenannte Deskriptoren und Indikatoren festgelegt hat, von Gewässerqualität bis Zustand der Fischbestände, der tauchenden Seevögel und so weiter. Und ist zu einer sogenannten Anfangsbewertung gekommen, 2011, 2012. Und hat letztendlich definiert, was müsste mit diesen Deskriptoren passieren, um tatsächlich sagen zu können, jetzt ist ein guter Umweltzustand erreicht. Und 2018 hat man dann eine Bilanzierung vorgenommen, wie weit haben wir uns genähert und hat das getrennt. Das Umweltbundesamt hat jeweils fast 200 Seiten starke Reports vorgelegt, um letztendlich darzulegen, wie weit man sich diesem guten Umweltzustand genähert hat. Ich habe hier mal Auszüge daraus, zum Beispiel was den Lebensraum Freiwasser angeht. Da ist ganz klar für die deutschen Ostseegewässer und es klang auch im
im Eingangsstatement von der Kollegin vom NABU an, dass spezifische Auswirkungen der Eutrophierung maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass 96% der Freiwasserhabitate nicht in einem guten Zustand sind. Wenn man sich zum Beispiel die Fische in der deutschen Nordsee anschaut, dann steht hier, dass von 32 betrachteten Fischarten der Küste und des Meeresbodens und des Freiwassers nur 9 in einem guten Zustand sind. Von 15, die 15 sind es nicht, und von 8 Arten kann man das noch nicht mal sagen. Für die marinen Säugetiere in der Ostsee, vor allen Dingen den Schweinswal, ist absolut evident, dass der nicht in einem guten Zustand ist. Es gibt eine genetisch getrennte Population in der östlichen Ostsee, die nach wie vor in den Stellnetzen auch der deutschen Fischerei beigefangen wird. Und da sagen die Meeresbiologen, die sich damit beschäftigen, dass jeder beigefangene Schweinswal ein Schweinswal zu viel ist. Das zum Thema Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Zu Natura 2000 ist zu sagen, und das wurde hier auch auf dem Podium noch mal bestätigt, dass eigentlich immer vom Tisch fällt bei Managementmaßnahmen, sind letztendlich das Erreichen von funktionierenden Regulierungen, was die zerstörerischen menschlichen Eingriffe in die Natur angeht. Da geht es zum einen um Sand- und Kiesabbau. Erst kürzlich wurde wieder eine Lizenz erteilt, um Sand und Kies im Schutzgebiet Sylter Außenriff abbauen zu dürfen, vor allen Dingen aber die Fischerei. Die europäische Fischerei wird nicht national geregelt, sondern in Brüssel geregelt. Und das heißt, um Managementmaßnahmen für die europäische Fischerei in der deutschen Nordsee zu erlassen, werden die Fischereidirektoren der Nordsee-Anrainerstaaten beauftragt. Ich glaube, es gibt kein besseres Bild, als den Bock zum Gärtner zu machen, weil die Fischereidirektoren sollen Maßnahmen entwickeln, mit denen sie ihre eigene Klientel beschränken. Das hat nicht funktioniert, das wird nicht funktionieren. Ich denke, es ist ein großer Fehler im System. Im Artikel 11 der gemeinsamen Fischereipolitik der EU begründet. Ich denke, die Arbeitsebene des Umweltministeriums kann noch deutlich mehr dazu sagen, wie schwierig zum Teil die Verhandlungen sind in den beiden Arbeitsgruppen, der Scheveningen-Gruppe und der Baltfisch-Gruppe. Ich will es dabei belassen, freue mich aber auf weitere Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste Frage kommt von Herrn Bleck und geht an Frau Böhnke-Henrichs. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, die bei diesem Thema der Meeresbiodiversität doch sehr breit die verschiedenen Themen abdenken. Und da so wenig Zeit ist, muss man sich jetzt zumindest in der ersten Fragerunde doch auf ein oder zwei Themen beschränken. Ich möchte mal auf das Thema der Überfischung und der Fischfangmethoden zu sprechen kommen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir diese beiden Themenfelder auch mal konkret betrachten müssen. Die Grundschleppnetze und die Fischerei damit stehen in der Kritik. Jetzt muss man sich aber im Klaren darüber sein, dass Deutschland, also die deutsche Fischerei, nur etwa ein Viertel seines eigenen Fischbedarfs deckt. Das ist Fakt. Fakt ist auch, dass gewisse Plattfische ja sehr beliebt sind als Speisefische. Ja, ob das jetzt Schollen sind, Butte, Seezungen sind. Und die können im Moment halt vordergründig nur mit Grundschleppnetzen eben bejagt werden. Es fehlt ein Stück weit eben an finanziellen und technischen Möglichkeiten dazu. Ich weiß, es gibt welche, aber da gibt es auch Untersuchungen zu, die sagen, dass für den Fall, dass diese angewandt werden sollten, eben die Fischmengen oder die Mengen der Fische, die gefangen werden, deutlich nach unten gehen, bis zu einem Drittel. Und das ist ja schon immens. Also die Frage, wie gehen wir in der Fischerei vor, unter Berücksichtigungen finanzieller technischer Realisierbarkeiten hinsichtlich der Fangmethoden, Beifang zu vermeiden, Megaleicher beispielsweise zu schützen, ohne dass wir die Fischer komplett dabei verlieren. Es ist nun mal ein Spannungsfeld und Politik ist ja nun mal auch angehalten, die unterschiedlichen Interessen, die vorhanden sind, auch in irgendeiner Art und Weise auszugleichen. Das wäre die Frage an Sie, Frau Böhnke-Henrichs. Danke. Ja, danke für die Frage. Ich denke, wir müssen diesen ganzen Fragekomplex auf wissenschaftlich basiert beantworten. Und da gibt es wissenschaftliche Empfehlungen, wie viel Fisch von welcher Art gefangen werden darf, damit eben die Bestände nicht einbrechen. Und ich denke, wenn wir uns, wir kommen nicht umhin, uns an diese Ergebnisse zu halten, denn
wenn die Bestände komplett wegbrechen, ist den Fischern auch nicht geholfen. Dann vielleicht noch dazu, bin ich völlig d'accord, aber nochmal ganz konkret, wir kritisieren die Grundschleppnetze ja beispielsweise deswegen, weil der Meeresboden dadurch vernichtet, zerstört wird. Das ist völlig klar, wissen wir. Allerdings muss man hier ganz konkret die Frage stellen, was ist die Alternative? Was ist die konkrete Alternative, den Meeresboden zu schützen und gleichzeitig aber trotzdem Plattfische zu fischen? Beispielsweise die Schollen, die Butte und die Seezunge. Ich weiß, es gibt Hydrorig, es gibt da Alternativen, aber noch einmal, die bringen etwa ein Drittel weniger Fisch in die Netze. Das ist nun mal so. Und da ist wirklich die Frage, wo soll denn da dann der Ausgleich sein? Also ich kann mir sehr gut Nullnutzungszonen vorstellen, ja, befürworten wir auch grundsätzlich, aber es muss ja, also man muss ja auch an die Fischer denken. Ja, also das ist wirklich die Frage. Also wo sind da technische Möglichkeiten, wo sind finanzielle Möglichkeiten, vielleicht Fördermöglichkeiten, wo man sagen kann, hier kann man die Interessen in Ausgleich bringen. Also ein wirklicher Ersatz von grundberührendem Fanggerät, der unproblematisch ist aus Naturschutzsicht für die Fischbestände, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob Thilo Mark dazu mehr sagen kann. Wäre gewünscht, ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage kommt von der falschen Seite. Und es waren auch einige faktische Unkorrektheiten da drin. Es ist noch nicht mal ein Viertel, das von deutschen Fischern erzeugt wird, an Fisch, der in Deutschland verzehrt wird. Der weitaus größte Anteil kommt aus der Beringsee und der nächstgrößere Anteil kommt aus norwegischen Aquakulturen. Die Relevanz von Plattfischarten für das Einkaufsverhalten von Deutschen oder das, was bei uns auf dem Teller landet, ist vernachlässigbar gering. Das gilt aber nicht für die Fangmethoden. Ich will sagen, dieser geringe Bedarf rechtfertigt noch weniger die Fangmethode, die eingesetzt wird. Ich hatte hier in meinem Vortrag eine belgische Baumkurre dargestellt, mit schweren Ketten bewehrt. Die Fanggeräte wiegen zum Teil mehrere Tonnen. Und eigentlich müsste neben jeder Seezunge, die wir auf dem Teller haben, müssten 14 Kilo andere Meerestiere liegen. Das sind Seesterne, das sind untermaßige andere Fische, das sind Schnecken und so weiter. Und von daher glaube ich, man muss die Frage so stellen, welche Geräte müssten Fischer entwickeln, damit sie weiter Plattfische, Seezungen, ja, Flundern und so weiter fangen dürfen. Es ist nicht an uns, der Umweltverbände, tatsächlich zu sagen, welche Alternativen es gibt, sondern es ist an uns zu zeigen, welche Geräte nicht eingesetzt werden dürfen. Es gibt am Thünen-Institut, zum Beispiel in Rostock, gibt es nach wie vor eine Arbeitsgruppe zum Thema Netze, die versuchen, Netze zu entwickeln, die diese Art von Beifängen vermeiden. Dazu wird Geld benötigt, dass man ihnen wohl geben muss. Ich glaube, das Allerwichtigste ist aber zunächst, dass die Schutzziele in den Schutzgebieten erreicht werden. Und deswegen haben diese Art von Fangmethoden dort nichts zu suchen. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die FDP. Herr Inderbeek möchte Herrn Professor Maser befragen. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank auch für die gesamten Ausführungen. In der Tat, seit 70 Jahren 1,6 Millionen Tonnen Kampfmittel in deutschen Meergewässern. Die Auswirkungen sind erkennbar mittlerweile auch immer größer. Wir haben Offshore-Windparks, die gebaut werden. Wir verlegen Pipelines. Und wir haben natürlich mittlerweile auch mehrere Probleme, die ineinander greifen. Wenn ich jetzt beispielsweise an die Schleppnetze denke oder an die sogenannten Geisternetze, die auch Munition natürlich aufwirbeln oder nach oben holen, was natürlich auch nicht gerade gut ist für die, die Netze einholen. Das Risiko wird immer größer, dass die Kampfmittel freigesetzt werden. Das liegt natürlich einmal an der Zeit und auf der anderen Seite natürlich auch an Sprengungen, wie schon angesprochen worden sind von Ihnen, Herr Professor Maser. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Wissenschaft wesentlich weiter ist als die Politik. Und das liegt meistens auch daran, dass in der Tat solche robotischen Systeme eigentlich schon in der Endphase sind, die noch zu Ende finanziert werden müssten, auch gebaut werden müssten. Auf der anderen Seite das Problem aber auch immer größer wird, weil TNT mittlerweile schon in Gallen von Plattfischen nachgewiesen worden ist, ich glaube sogar von Ihnen, und auf der anderen Seite, dass mittlerweile auch bei Dorschen Arsenhaltiges gefunden worden ist. Deswegen lassen Sie mich einmal
diese Fragen stellen. Wie bewerten Sie auf Grundlage Ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse die Umweltauswirkungen der Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee im Hinblick auf die Toxizität von Kampfstoff TNT und seine Abbauprodukte auf die unmittelbare Umwelt und davon betroffene maritime Nahrungsketten bis hin zu möglichen Gefahren für den Fischkonsumenten? Und zweitens, welche Konsequenzen sollte die Bundesregierung Ihrer Ansicht nach aus den im Rahmen der Forschungsgruppe Forschungsprojekts Damon erzielten Forschungsergebnissen ziehen, wonach im Muskelfleisch von Speisefischen Abbauprodukte arsenhaltiger chemischer Kampfstoffe nachgewiesen wurde? Und zuletzt, welche Umwelt- und möglicherweise gesundheitsschädigenden Auswirkungen sind damit einhergehend? In welcher Dosis sind Arsenverbindungen bereits krebserregend und hochtoxisch? Und welche konkreten Gesundheitsschäden können hierdurch wirklich hervorgerufen werden? Dankeschön. Danke für die komplexe Frage. Ich versuche das in 2:50 alles zu beantworten. Wir haben verschiedene Initiativen gehabt auf europäischer Ebene. Wir haben ein BMBF-Projekt gehabt, wie ich eingangs erwähnt habe. Und wir haben punktuell in bestimmten Regionen der Ostsee nachweisen können, dass es einmal zur Anreicherung oder zum Nachweis von arsenhaltigen chemischen Kampfstoffen in den Dorschen gekommen ist. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, dass es in der Galle von Plattfischen eben zum Eintritt von TNT-Verbindungen gekommen ist. Und hier müssen wir jetzt erstmal generell trennen. Wir haben auf der einen Seite haben wir das TNT mit den Explosivstoffen. Leider wurden in diesen Plattfischen die Galleproben gemessen, aber die Galle wird ja nur vom Konsumenten nicht gegessen, sondern es wird das Muskelfleisch gegessen. Und hier fehlen einfach noch die Daten für das Muskelfleisch. Die werden dringend benötigt. Viele Pressevertreter und auch andere Leute sind auf mich zugekommen und wollten nun wissen, wie die Sache ist. Die Proben sind im Moment im Thünen-Institut in Bremerhaven und werden dort vermessen. Und wir sind alle gespannt, was dort in den Muskelproben herauskommt. Denn nur, wenn wir wissen, wie viel in den Filets, in den Muskelproben drin ist, dann können wir eine toxikologische Risikobewertung machen. Und eine toxikologische Risikobewertung ist nicht so ganz so einfach. Letztendlich geht es ja auch um kanzerogene Stoffe. Wenn ich jetzt also einen Stoff habe, der nur toxisch wirkt und ein Organ schädigt, dann gibt es einen Schwellenwert, den kann man berechnen über einen Dreisatz. Wenn es aber um kanzerogene, krebserregende Stoffe geht, dann greifen diese Dreisätze nicht mehr. Dann ist das also, da muss das menschliche Konsumentenverhalten hinein, es müssen epidemiologische Daten hinein und das wird dann so komplex, dass es dann schon wieder unsicher wird, wenn man nur solche punktuellen Daten hat, wie wir im Moment haben. Also wir haben einmal im Bornholmbecken Arsen gefunden, wir haben das in dem Skagerrak gefunden, in den Dorschen, und wir haben dann in der Kohlberger Heide das TNT in der Galle gefunden. Das sind jetzt also punktuelle Daten, die leider noch nicht ausreichen, um letztendlich eine eingehende, belastbare toxikologische Risikobewertung zu machen. Wir haben mit der Analytik, werden wir jedes Jahr besser. Die Analytik streitet immer voran fort. Im Moment bewegen wir uns auf der Nachweisgrenze von ungefähr Nanogramm pro Gramm für Arsen oder auch für TNT. Da müssen wir noch besser werden. Das ist auch möglich. Wir haben bei uns im Institut die Nachweisgrenze um den Faktor 100 schon verbessert, was TNT betrifft. Das bedeutet natürlich, dass neue Programme aufgelegt werden müssen. Es muss einfach jetzt Geld zur Verfügung gestellt werden, um eben nicht mehr punktuell, sondern wirklich strategisch durchdacht an verschiedenen Hotspots in der Ostsee oder vielleicht auch in der Nordsee solche Versenkungsgebiete zu beproben und dann letztendlich auch zu beobachten durch ein gescheites Biomonitoring. Also Punkt, dass man immer wieder diese Hotspots identifiziert oder beobachtet und dort regelmäßig Proben nimmt, die Analysen verbessert, um dann letztendlich eine belastbare toxikologische Risikobewertung für den Menschen zu machen. Dankeschön. Für die Linke kommen jetzt Fragen von Herrn Lenkert an Frau Bönker-Henrichs. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Ausführungen. Ich würde Sie gern fragen, Frau Bönker-Henrich, welche Maßnahmen können Sie empfehlen, dass wir die Biodiversität stärken in der Nord- und in der Ostsee? Also was würden Sie vorschlagen, was wir gemeinsam als Gesellschaft unternehmen können, um im Prinzip zum einen die Fischfangbestände zu schützen und wieder aufzubauen und zum anderen aber auch die gesamte Lebensgemeinschaft am Meeresgrund im Freiwasser zu schützen und zu stärken? Ja, vielen Dank für die Frage.
In meinem Eingangsstatement hatte ich ja schon Schutzgebiete angedeutet. Thilo Mark hat auch eine eindrückliche Karte gezeigt, wie großflächig denn die Schutzgebiete in unseren Meeren tatsächlich sind. Das Problem ist tatsächlich, dass sie nicht gut gemanagt sind, dass sie nicht so gut gemanagt sind, dass die Arten und Lebensgemeinschaften effektiv geschützt werden. Ein Instrument dazu ist sicherlich, wie ich auch schon gezeigt habe, sind Nullnutzungszonen, aber insgesamt eben wirksame Zonierungskonzepte von verschiedenen Nutzungen. Man muss sich das mal vor Augen führen, dass wir zwar diese großräumigen Schutzgebiete haben, aber tatsächlich jeder Quadratkilometer trotzdem durch verschiedene Nutzungen überlagert ist. Ne? Also es sind nicht die Refugien, die wir vielleicht vor Augen haben, wo nichts passiert, wo niemand reingeht, sondern es sind trotz allem stark genutzte Bereiche. Das ist das eine. Das andere, also Schutzgebiete mit Nullnutzungszonen, das andere, was so ein bisschen da reinspielt, ist die marine Raumordnung, die derzeit in der Fortschreibung sich befindet. Und hier werden für die nächsten Jahrzehnte Nutzungsbereiche abgesteckt. Wir haben ja auch neue Nutzung, konkurrierende Nutzung, der Nutzungsdruck wird erhöht. Ein Beispiel ist eben die Offshore-Windkraft, wo wir ganz sorgfältig schauen müssen, dass wir zum einen die Belastungsgrenzen von Nord- und Ostsee verstehen lernen für die einzelnen Nutzungsarten und zum anderen die Standorte etwa für Offshore-Windparks sorgfältig auswählen. Da ist, denke ich, jetzt ein ganz wichtiger Moment gerade in der Fortschreibung der Meeresraumordnungspläne, da den Naturschutz angemessen zu berücksichtigen und auch eben beispielsweise Nullnutzungszonen angemessen zu berücksichtigen. Dann würde ist noch Zeit, dann würde ich dieselbe Frage auch noch mal an Herrn Mark stellen von Greenpeace. Ja, ich denke, die Antwort auf Ihre Frage ist mit einem Satz zu geben. Wir müssen weg von Paperparks und reinen Papiertigern, die wir zurzeit in der deutschen Nord- und Ostsee haben, aber auch weltweit. Ich hatte eingangs gesagt, dass die Aichi-Ziele, die sich die Konvention zum Erhalt der biologischen Diversität gesetzt haben, war bis 2020 10% der Meere unter Schutz gestellt haben zu wollen, vor allen Dingen unter effektiven Schutz. Da gehören Managementpläne dazu, genauso wie Nullnutzungszonen. Und ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen vor allen Dingen Nullnutzungszonen, um überhaupt Referenzgebiete zu haben, um solche Dinge wie guten Umweltzustand beurteilen zu können. Diese Referenzgebiete existieren faktisch nicht, weil überall menschlicher Einfluss ist, obwohl hier Schutzgebiete ausgewiesen worden sind. So dass ich glaube, dass wir da ganz konkrete Schritte gehen müssen. Gerade waren die Raumordnungspläne des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie genannt worden. Wenn man sich alle drei Szenarien anguckt, es gibt drei Szenarien dafür. Das eine Szenario, es bleibt alles so, wie es gerade ist. Das andere Szenario ist Raumordnungspläne, um den Klimaschutzplänen gerecht zu werden. Und das andere, um den Meeresnaturschutzplänen gerecht zu werden. Denn es ist aus unserer Sicht erstmal eine verpasste Chance, Klimaschutz und Meeresnaturschutz getrennt voneinander zu betrachten. Und es ist signifikant, dass keines der drei Szenarien tatsächlich dazu ausreicht, um die selbst gesetzten Schutzziele zu erreichen. Und das ist wirklich absolut fatal. Darf ich ganz kurz ergänzen, dass das auch ein Thema für die Wissenschaft in dem Sinne ist, dass wir zeigen können müssen, wie Schutz auch funktioniert. Die Daten haben ja gezeigt, dass Schutz ohne Monitoring, ohne die Beweise zum Beispiel der ganzen Vorteile, Overspill, eine Unzufriedenheit zurücklassen. Und dazu braucht es ein gemeinsam organisiertes Konzept, wo die Schutzzonen beforscht werden können und wo man zeigen kann, dass Schutz auf jeden Fall hilft, Drücke zu mindern und die ganzen Paletten natürlich dabei angeschaut werden müssen, vom Lärm bis zur Verschmutzung und der Erwärmung. Aber dafür gibt es Methoden. Dankeschön auch für diese Ergänzung. Und Frau Professor Boetius, Sie sind jetzt auch gleich wieder dran. Frau Lemke hat eine Frage an Sie. Bitte. Ja, das passt auch hervorragend daran, weil wir ja eben durch die
hervorragende Meeresforschung Deutschlands von AWI und Geomar wissen, dass wenn wir nur Paperparks haben und der Schutz nicht real funktioniert, sondern auf dem Papier steht, wir um eine bis zu 40% erhöhten Fischereidruck in Schutzgebieten haben. Das ist ja die Zahl, die von Geomar offengelegt worden ist. Meine Frage an Sie, wie ist das in der Wissenschaftsszene wahrgenommen worden, dass es darauf offensichtlich bisher keine Reaktion aus der Bundesregierung gibt? Oder gibt es eine, die ich nicht wahrgenommen habe? Man müsste daraus ja Schlussfolgerungen treffen und sagen, dieser Zustand muss sofort beendet werden und einen politischen Diskurs darüber entfachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich auf die maritime Raumordnung noch mal zurückkommen möchte, weil ich glaube, dass es im Parlament bisher nicht aufgeschlagen ist in der Breite, dass gegenwärtig unter Federführung des BSH die Pläne für die maritime Raumordnung überarbeitet werden und dort Entscheidungen getroffen werden, die von relevanter politischer Tragweite sind. Das Parlament damit aber in keinster Weise befasst ist, weil es per Rechtsverordnung in Kraft gesetzt werden kann. Und mir schwant, dass der Naturschutz dort, wie die Sachverständigen das alle beschrieben haben, wieder droht, hinten runterzufallen. Insbesondere, wenn ich mir das Ungleichgewicht der Ressourcen im BSH im Vergleich zum BFN angucke. Und wie gesagt, das außerhalb der parlamentarischen Öffentlichkeit und damit wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit generell stattfindet. Vielleicht können Sie uns dazu noch mal eine Einschätzung geben. Ja, Nummer eins, also die Schutzgebiete, und das ist leider auch nicht nur in Nord- und Ostsee so, sondern mittlerweile gibt es weltweit Daten, die werden auch über Fernerkundung nachgewiesen, auch im offenen Ozean, die großen Schutzgebiete haben leider einen höheren Fischereidruck, weil es eben kein Monitoring, keine Meerespolizei gibt, die dann für Ordnung sucht, wenn jemand eindringt in Schutzgebiete. Bei uns ist das anders, da sind ja eben gar nicht wirklich, bisher ist eben nicht wirklich Fischerei ausgeschlossen, und dann ist es klar, dass wir damit die Ziele nicht erreichen können. Das heißt also, es braucht das Einverständnis, dass jetzt erst recht, weil es faktisch nachgewiesen ist, die politisch verhandelten Ziele sind verpasst, braucht es jetzt also einen ehrgeizigen Plan, wie gerade im Naturschutz aufgeholt wird. Was essentiell ist, das haben wir die Vorredner auch schon gesagt, dabei darf nicht Klimaschutz und Naturschutz und auch nicht soziale Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Das muss man zusammen betrachten. Das ist aber durchaus möglich. Dazu braucht es, und da sind wir auch, haben wir mehrere Anhörungen gehabt und auch Planungsgruppen, Küstenstrategie, Altonaer Erklärung. Also die Forschung hat viel dafür getan, dass wir auch mit den zuständigen Ämtern ständig im Gespräch sind. Wir haben einen ersten runden Tisch, der sich auch um das Thema Schutzzonen und Beforschung dreht. Es ist ganz essentiell, dass alle, die mit an den Zielen zu arbeiten haben, an einen Tisch kommen und gemeinsam den Plan bilden. Da sind wir noch viel zu sehr hinterher. Das müsste ehrgeizig sich vorgenommen werden. Wir müssen auch weiter bei den Indikatoren kommen. Sie haben ja schon gehört, wie schwierig es ist, den neuen Stressor Munition zu beurteilen. Jetzt überlegen Sie bitte, dass gleichzeitig wir auch die Evidenzen haben, dass Mikroplastik eine weitere Schwächung hervorhebt, die Erwärmung eine unglaubliche Schwächung auch gerade im Bereich Larven und Eier ist. Und für all diese Bereiche braucht es noch weitere Zustandsindikatorik. Und auch die muss immer wieder verhandelt werden und umgesetzt werden, aufgesetzt werden. Denn die Daten, die wir benutzen zur Zustandsmessung, die kommen zurzeit im Wesentlichen in der Zusammenarbeit Wissenschaft und die Ämter. Und das ist komplex, aber ohne diese ständige Nachforschung, wo stehen wir, kommen wir mit den Zielen nicht voran. Also Augenmerk muss auf diese Themen drauf und natürlich auf die Raumordnung. Essentiell ist, dass es eben eine Schutzstrategie gibt, die bei all den Drücken und dem Klimawandel hilft, dass die gefährdeten Arten zumindest Rückzugsgebiete haben. Das ist einzufordern. Dankeschön. Damit sind wir am Ende der ersten Runde, und die zweite Runde beginnt für die Union Herr Dr. Schulze, und er hat eine Frage an Frau Professor Bötius. Sie bleiben im Moment dran. Ja, Sie hatten in Ihrem Vortrag das Thema invasive Arten angesprochen. Ich möchte mal in die Richtung gehen. Wir wissen ja, dass die pazifische Auster beispielsweise große Probleme in der Nordsee macht, indem dort auch Miesmuschelbestände überdeckt werden. Das hat wieder zur Folge, dass Tauchenten, die von Muscheln leben, schlechter an die Nahrungsquellen rankommen. Also da würde mich mal so interessieren, wie Sie das einschätzen, Nahrungs- und Lebensraumkonkurrenz durch invasive Arten. Und ein zweiter Punkt, der ist sicherlich noch nicht intensiv beforscht.
Wie sieht es mit Ekto- und Endoparasiten aus, die jetzt zusätzlich einwandern? Welche Auswirkungen? Gibt es da schon Ergebnisse oder sehen Sie da größeren Forschungsbedarf? Danke. Ja, wir haben dankenswerterweise über die Frage der Wiederansiedlung von heimischen Arten, die verschwunden sind, gerade bei der Europäischen Auster eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem BfN und sind in der Lage, unter verschiedenen Aspekten genau diese Frage zu erforschen, welche Faktoren bestimmen über die Fähigkeit von Organismen, wieder angesiedelt zu werden. Da gibt es schon länger eine Betrachtung der Frage, wo sind eigentlich die ursprünglichen Riffe? Da gibt es natürlich die Frage Temperaturveränderung und Parasiten, vor allen Dingen Viren, spielen eine sehr große Rolle. Die europäische Auster ist leider gegenüber der pazifischen Auster schlechter aufgestellt in der Abwehr von bestimmten Viren und bestimmten Befall. Und sie wird dadurch auch durch die Temperaturerhöhung enorm geschwächt. Und die Frage ist, kann diese Schwäche der europäischen Auster ausgeglichen werden mit mehr Habitat, eben mit mehr Angebot, wo sie sich durchsetzen kann? Das sind komplexe Forschungsprojekte und die sind die Grundlage davon, dass man dann auch die Wiederansiedlung von Lebewesen, die eigentlich in die Nordsee gehören, aber verdrängt worden sind, dass man dort dann vorankommt. Ein weiteres Forschungsprojekt betrifft den Helgolander Hummer, der ja auch verschwunden ist durch Überfischung. Also solche Projekte sind sehr wichtig und wir sind in der Lage, in der Wissenschaft, in der Zusammenarbeit auch mit ganz hohen neuen Technologien, das komplexe System Tier samt Mikrobiom, samt Viren und Parasiten in den Blick zu nehmen. Das ist natürlich so, dass diese Erkenntnis dann wieder einfließen muss in Strategien. Aber nochmal, dass die große Aufgabe bei unseren Zielen, da voranzukommen, ist dann eben, sobald man weiß, dass es eben Faktoren gibt, die nicht so einfach bei uns vor der Haustür zu steuern sind, wie jetzt die Erwärmung der Meere und der Eintrag von Plastikmüll, muss man umso recht dort kämpfen, wo wir es in der Hand haben. Und ohne die Ausweisung von Schutz- und Ruhezonen, von Ansiedlungszonen, gerade der sessilen Lebewesen, die einen festen Platz brauchen, der nicht immer von Schleppnetzen umgegraben wird, oder die harten Untergrund brauchen, wo vielleicht sogar ein positiver Effekt von Windkraft kommen kann. Genau diese Forschungsergebnisse müssen zusammenkommen und dann einfließen in eine Strategie, wie kommen wir an die Ziele ran. Und das geht eben nur mit allen Ressorts und allen Sektoren an einem Tisch und es aushalten, dass dann eben im Sinne von Artenvielfalt und von Schutz von Arten, denn das ist vereinbart, entschieden wird. Wollen Sie noch nachfragen? Gut, danke schön. Dann hat das nächste Wort Herr Träger an Herrn Mark. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann da eigentlich direkt an die Ausführungen von Frau Professor Boetius anschließen. Forschung und weiterer Erkenntnisgewinn ist immer wichtig, ohne Frage, und das sollten wir auch weiter vorantreiben. Aber auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch schon eine ganze Menge wissen und dass wir eine Handlungsnotwendigkeit haben, dort in den Bereichen, die Sie ja schon aufgezeigt haben. Ich würde gerne zum Teil 1 noch mal was wissen. Sie haben über die Auswirkungen von Fischerei auf bestimmte Lebensräume schon einiges gesagt, aber noch nicht konkret über den Zustand der Bestände. Das würde mich noch mal interessieren. Also wie groß ist die Notwendigkeit? Und dann aber auch eine Frage, die ein bisschen mehr in Ihre Funktion als Umweltverband dann geht. Wenn wir schon viele Erkenntnisse haben und auch uns eigentlich einig sind, dass es eine gewisse Handlungsnotwendigkeit gibt, muss man doch aber, glaube ich, auch mal Ross und Reiter nennen, wo denn die Widerstände liegen, dass eben nicht so umfassend vorgegangen wird, wie das aus meiner Sicht notwendig ist. Und ich meine jetzt nicht so die Fischerei so im Allgemeinen, sondern eigentlich schon mehr so im Bereich der Entscheidungsfindung, wo sind denn dann da eigentlich die Akteure, die noch ein bisschen bewegt, überzeugt werden müssen, wenn Sie das als Interessenverband vielleicht dann sagen? Ja, haben Sie, vielen Dank für die Frage, die hochrelevant ist. Ich hatte gerade in meiner Antwort auf die auf eine andere Frage schon gesagt, dass Deutschland mitnichten den Fisch selber erzeugt, der hier verzehrt wird, sondern der kommt ganz woanders her und zu einem ganz, ganz großen Teil mittlerweile aus Aquakultur. Und es liegt
in erster Linie auch mit daran, dass die Fischerei oder der Aufwand, der betrieben werden muss, um Fisch zu fangen, zum Teil so hoch ist, dass es sich nicht mehr lohnt, weil der Einsatz von Zeit, von Schiffszeit, von Schiffstreibstoff und so weiter viel, viel zu hoch ist. Das heißt, man muss deutlich längere Zeit aufwenden, um die gleiche Menge Fisch zu fangen. Und ich habe hier zum Beispiel den Hering mal für die Nordsee vorliegen. Da lagen die Gesamtfänge in den 70er Jahren noch bei 1,2 Millionen Tonnen in der Nordsee. Mittlerweile sind wir da sehr, sehr weit von entfernt. Wenn man in die westliche Ostsee schaut und zum Beispiel den Dorsch nimmt, dann sieht man, dass auch in den 90er Jahren noch bis zu 40.000 Tonnen angelandet worden sind. Und da sind wir mittlerweile bei weniger als einem Zehntel davon. Das heißt, die Fischerei hat letztendlich den Ast, auf dem sie selber saß, maßgeblich abgesägt. Es ist zu einer kompletten Überfischung gekommen. Es gibt ein, ich glaube, 2000 Köpfe starkes wissenschaftliches Gremium, der Internationale Rat für Meeresforschung, der wissenschaftliche Empfehlungen gibt, wie hoch die Fangquoten des kommenden Jahres sein sollen. Und es ist einfach ein Fakt, dass vielfach die Fischereiminister diese Empfehlungen des wissenschaftlichen Rates mit Füßen getreten haben und die Fangquoten deutlich höher festgesetzt haben, als es die Wissenschaft empfahl. Das ist glücklicherweise, hat sich das gebessert, aber jetzt kommen die Effekte des Klimawandels hinzu. Mittlerweile ist der Anteil der Heringe in der westlichen Ostsee, die sich am Laichgeschäft, also am Fortbestand der Population beteiligen, um 50% eingebrochen. Von früher 220.000 Tonnen auf 110.000 Tonnen. Und das sind nur Beispiele für den Zustand der Fischerei. Und die Antwort auf die Frage, was muss letztendlich passieren, ist schon mehrfach gegeben worden. Wir brauchen letztendlich Bereiche im Meer, die ohne den schädigenden Einfluss der Fischerei sind. Also Bereiche, in denen die Natur sich selber überlassen bleibt, vor allen Dingen in diesem Fall die Fischbestände. Die werden irgendwann so zahlreich innerhalb dieser Schutzzonen, dass sie anfangen auszuwandern und dann außerhalb dieser Schutzzonen der Fischerei wieder zur Verfügung stehen. Das ist fast trivial, so trivial, dass man das hier nicht zu erzählen braucht. Aber das ist letztendlich das, woran es fehlt. Und die Rechtsakte und politischen Systeme, die geschaffen worden sind, um letztendlich zu diesen effektiven Schutzgebieten zu kommen, sind so komplex und zum Teil in den Händen der falschen Adressaten. Ich hatte vorhin mal die Fischereidirektoren der Nordseeanrainer angeführt, dass man so nicht zu Lösungen kommt. Und ich glaube, da ist der Fehler im System. War ziemlich gut. Dankeschön. Und Herr Bleck hat eine Frage an Frau Professor Bötius. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Bötius, Sie haben ja vorhin zwei Themen angesprochen, die uns auch sehr wichtig sind. Das ist einmal das Thema der invasiven gebietsfremden Arten und einmal eben das Thema auch nochmal der Plastikvermüllung. Fangen wir mal zunächst mit den invasiven gebietsfremden Arten an. Jetzt haben wir seit 2017 erfreulicherweise die in Kraft getretene Ballastwasserübereinkommen. Da würde mich interessieren, ob es da schon irgendein Faktenmaterial dazu ist, wie positiv oder negativ sich das ausgewirkt hat. Und mich würde noch interessieren, welche konkreten Präventions- und Bekämpfungsstrategien Sie vorschlagen, jetzt ganz konkret in Bezug auf die deutschen Nord- und Ostseegewässer. Das zu dem einen Thema. Das andere Thema zum Plastik, es ist ja völlig unzweifelhaft gerade, das Littering, also Makroplastik, ein massives Problem darstellt. Uns würde vor allem interessieren, gibt es konkrete Studien, konkrete auch Ergebnisse in Bezug auf das Mikro- und das Nanoplastik und die gesundheitlichen Auswirkungen auf Meereslebewesen? Zum Punkt 1, Ballastwasser, wie viel hat das jetzt schon gebracht in der Vermeidung invasiver Arten? Das ist ein sehr kurzer Zeitraum und es greift ja auch noch nicht überall die Vermeidung von Austausch mit Ballastwasser. Und da ist meines Wissens, ist der Zeitraum zu kurz, um genau zu sagen, wie viel es bringt. Von den invasiven Arten in der Nordsee, wir sind da, glaube ich, zwei Größenordnungen höher im Eindringen von Arten als normalerweise üblich, ist bei der Untersuchung, warum die Fuß fassen, vor allen Dingen die Verschiebung deren Klimazonenanpassungen zu nennen.
Und das Erwärmen der Meere, was ja wirklich enorm schnell fortschreitet, das verschiebt vollständig die Fähigkeit von Eier und Larven in den Entwicklungsphasen. Übrigens auch ein Fischthema. Das ist eben auch beim Kabeljau so, dass der nicht alleine von Fischerei getrieben wird, sondern der hat Kabeljau und seine, die verschiedenen Dorscharten sind extrem sensitiv auf Temperatur. Und wir bemerken ja in der Nordsee, dass er vertrieben wird und derzeit nach Skandinavien auswandert und der dort anstämmige Polardorsch, der noch sensitiver ist, noch weiter in die Arktis muss. Also tatsächlich ist Erwärmung und Klima ein ganz wesentlicher Treiber bei invasiven Arten. Und ich wünschte mir sehr, dass Ihnen das Thema auch am Herzen liegen würde, so wie der Plastikmüll. Der Plastikmüll ist da haben wir ja erst seit ganz kurzem die Messketten, dass wir nachweisen können, wie sich Mikroplastik verteilt und wie man es zählen kann in Geweben, in Böden, im Meerwasser und wie man auch feststellen kann, wo es herkommt. Da ist erstmal ganz wichtig, dass wir gezeigt haben, dass die Verursacher von Plastik zum hohen Maße auch wir sind. Also die Idee, es gibt 7 verschmutzte asiatische Flüsse und die anderen sind schuld, wissenschaftlich abzuweisen ist. Das ist ein weltweites Problem und bei uns in Deutschland ist es vor allen Dingen auf der einen Seite natürlich der hohe Einwegmaterialverbrauch pro Kopf. Auf der anderen Seite ist es aber, und da spricht man zu wenig drüber, der Abrieb und die Nutzung von allen Kunststoffen. Reifenabrieb ist extrem wiederzufinden, Fasern von Fischereinetzen extrem wiederzufinden, also sehr, sehr viel. Und das dringt natürlich gerade bei den Meereslebewesen in die einen, die leben ja oft vom Filtrieren von Partikeln, die leben von kleinen Algen, die sie aus dem Meer filtrieren. Und so filtrieren sie genauso auch Mikroplastik raus, der in derselben Größenklasse liegt wie die Nahrung. Und der reichert sich an, viele Meereslebewesen haben durchlässige Gewebe und speichern dann. Und erste Untersuchungen zeigen, dass es wahrscheinlich so ist, dass dann die Anlagerung von Mikroplastik im Gewebe zu Gewebeentzündungen führen kann. Wie weit das dann am Ende auch wieder den Konsumenten, also am Ende auch den Menschen betrifft, da braucht es noch mehr Untersuchungen. Aber es ist davon auszugehen, dass diese Ansammlung von Plastikteilen, die in allen Meereslebewesen nachzuweisen sind, dass die eben ein weiterer Beitrag zur Schwächung von Organismen sind. Leider ist das wirklich auch beim Fisch ganz extrem, beim Schweinswal ganz extrem. Sie müssen sich vorstellen, dass bei allen toten Lebewesen, Seevögel, Schweinswale, die gefunden werden, dass immer dort im Magen Plastikteile zu finden sind. Und wir also damit wirklich auch noch eine massive Schwächung von Meereslebewesen haben. Ein Problem, was auch leider aus Schutzzonen nicht einfach rauszuhalten ist. Ne? Deswegen muss man auch da sagen, wo man stärken kann, wo Organismen durch Lärmschutz, durch Vermeidung von Störungen geschützt werden können, ist das Essentielle, um mit den Zielen, die wir haben, weiterzukommen. Vielen Dank. Herr Inderbeek stellt jetzt eine Frage an Herrn Professor Maser. Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung hat ja auch in ihrer Weise eigentlich einen großen Schritt unternommen. Also von November 2019, als man mir in einer kleinen Anfrage noch antwortete, es gibt keine großräumige Gefährdung für die maritime Umwelt, für die Bundesregierung, die sei nicht erkennbar, bis dann zur Umweltministerkonferenz am 15.11., als dann sich schon sehr klar damit auseinandergesetzt worden ist, dass die Daten- und Informationsgrundlage besser geschaffen werden muss, als auch, wie kann man eigentlich Bergung initiieren, was muss man dort tun. Das hat dann auch noch in der schriftlichen Nachfrage von mir darin geändert, das ist gleich die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, dass die Bundesregierung halt in dieser schriftlichen Einzelfrage darauf hingewiesen hat, dass die derzeitige Datenlage der analytischen Kapazitäten für eine umfassende Risikobewertung im Hinblick auf die Toxizität der vorhandenen Abbauprodukte ins Speisefischen nicht ausreichend sind und weitere Untersuchungen zu Vorkommnissen und Substanzen und ihrer Toxizität folgen sollten. Wie bewerten Sie derzeit diese verfügbaren analytischen Möglichkeiten, die Sie haben? Und welche konkrete Maßnahmen müssen Ihrer Ansicht nach noch eingeleitet werden, um eine belastbare toxikologische Risikobewertung für die menschliche Gesundheit nach Genuss dieses Fisches oder eine belastete Gefährdungsbeurteilung vornehmen zu können? Zuletzt, um das nochmal zu sagen, was denken Sie, wie multipliziert sich das auch fort? Also wie schnell wird sich dieses Problem weiterentwickeln? Wie viel Zeit werden wir eigentlich noch realistisch gesehen haben?
Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir punktuell Schadstoffmessungen in den Fischen gemacht haben. Wir haben Arsenverbindung gefunden, wir haben TNT-Verbindung gefunden. Das ist punktuell, aber es reicht noch lange nicht aus, um eine belastbare toxikologische Ableitung oder Bewertung zu machen. Dementsprechend muss noch Geld investiert werden, um die analytischen Kapazitäten zu verbessern. Wir haben ein sehr schönes Projekt vom Umweltbundesamt bekommen, was jetzt angelaufen ist, und wir haben innerhalb von 3 Monaten es geschafft, um die Nachweisgrenze für unsere Stoffe, für TNT, um den Faktor 100 zu verbessern. Und wir sind jetzt tatsächlich in der Lage, Materialien zu untersuchen. Und wenn wir jetzt Fische untersuchen würden aus belasteten Gebieten, könnten wir tatsächlich dann entsprechend mit diesen Daten auch schon eine vorsichtige Risikobewertung machen. Vorsichtig deshalb, weil es überhaupt noch keine Daten gibt über die orale Aufnahme von TNT in Lebensmitteln. Da gibt es überhaupt gar keine Höchstmenge und Höchstgrenzen. Die müssen alle noch definiert werden. Und da braucht man dann auch noch toxikologische Expertise. Man muss Input haben, indem man dann die Daten, die generiert werden müssen, eben entsprechend dann auch umgesetzt werden in Bewertungsszenarien, die dann auch für Menschen oder von Menschen verstanden werden, die Entscheidungsträger sind. Das ist dann auch noch das nächste Problem, dass wir als Wissenschaftler dann so eine Bewertung machen, die muss aber dann auch kommuniziert werden an die Politik, an die Öffentlichkeit, an die Medien. Und da auf diesem ganzen Weg, da hapert es noch. Also was wir brauchen, ist einfach noch Möglichkeiten, unsere analytische Expertise auszuweiten, zu verbessern. Es muss einfach Forschungsgeld generiert werden. Die Institute müssen dann in Verbünde gefasst werden. Es muss einfach auch mehr interaktiv innerhalb der einzelnen Projekte gearbeitet werden. Es muss zu einem Austausch von Wissen kommen, nicht nur analytischen Kapazitäten, sondern auch Wissensaustausch. Und vor 1 bis 2 Jahren gab es ja auch mal in Berlin einen runden Tisch über die Situation der Meere und der Zukunft. Und ich habe das Thema Munition im Meer dort auch angebracht und habe dann eigentlich in einem Kurzschreiben von 4 Seiten auch gefordert oder den Vorschlag gemacht, dass eine zentrale Stelle geschaffen wird, die auch mit einer Person besetzt ist, die letztendlich die Forschungsstrategien miteinander verknüpft, die laufen, die im Moment schon laufen, die letztendlich dann auch dafür sorgt, dass zum Beispiel mit der Europäischen Lebensmittelbehörde Kontakt aufgenommen wird, dass man dort ein Risikoszenario eben entsprechend auf solche Beine stellt, die dann belastbar sind. Und letztendlich kann man das ganz einfach sagen, wir brauchen einfach Geld für Forschung und Kommunikation, um das einfach weiter zu betreiben und diese punktuellen Geschichten einfach belastbar zu machen. Auch dann in der Bewertung, was den Speisefisch betrifft oder auch die Muscheln. Und da sind wir auch eigentlich auch wieder punktuell auf einem guten Weg. Ich hatte das schon gesagt, vom Umweltbundesamt haben wir ein Projekt bekommen. Da können wir das punktuell wieder für die Ostsee machen, zum Teil auch für die Nordsee, aber auch nicht in so einem großen Maßstab, dass wir generell sagen können, der Fisch kann jetzt gegessen werden oder nicht. Das sind einfach noch Ansätze, die noch weiter komplettiert werden müssen. Also es fehlt eigentlich noch an Forschungsgeldern. Danke. Dankeschön. Herr Lenkert teilt seine Frage an 2 Sachverständige. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Böhnke-Heinrichs. Henrichs, Entschuldigung, wie würden Sie bewerten oder können Sie noch mal erläutern die Auswirkungen der Todeszonen, dieser Ausdehnung, wie diese Mechanismen zusammenwirken, dass im Prinzip diese Fläche so extrem zugenommen hat, wo im Prinzip der Sauerstoffgehalt für Lebewesen zu gering ist, dass Sie mal, wie diese Mechanismen sind, darstellen und was man dagegen unternehmen müsste. Und dann hätte ich ganz gern noch eine Bewertung. Wenn wir mit den Fischereiverantwortlichen reden, dann wird immer als Hauptgrund oder einer der wichtigsten Gründe für den Rückgang der Fischbestände die Angelfischerei genannt. Jetzt ist das natürlich vom Verfahren her so, dass die Angelfischerei etwas weniger den Untergrund beschädigt als die Grundschleppnetzfischerei. Wie würden Sie aber im Prinzip das mitbewerten, diese verschiedenen Faktoren, die im Prinzip sich auswirken auf die Fischbestände, in dem Fall die 3 Eutrophierung in den Todeszonen? Sie können sich gerne reinteilen, wenn Sie sich abstimmen. Also ich möchte eine Antwort, die bestmögliche, wenn Sie sich als Sachverständige einigen, ist das Recht. Die Angelfischerei, die Berufsfischerei und wie sollten die Entwicklungen aus Ihrer Sicht daneben gehen, dass wir besser werden? Neben dem Totalschutzzonen, die wir natürlich voll unterstützen. Danke für die Frage. Dann würde ich zunächst zu der Eutrophierungsproblematik mich äußern. Grundsätzlich jetzt über Jahrzehnte sind zu viele Nährstoffe in die Ostsee gelangt, über Flüsse, diffuse Quellen aus der Landwirtschaft, aber auch über nicht ausreichende Reinigungsstufen in den Klärwerken. Also wir haben eine zu hohe Nährstoffbelastung, das führt zu Algenblüten.
Und wenn dann diese große Masse an organischem Material zum Meeresboden absinkt, wird das organische Material eigentlich zersetzt, das verbraucht aber Sauerstoff. Und in dem Moment, wo der Zustrom von salzreichem sehr stark salzhaltigem und vor allem sauerstoffreichem Wasser aus der Nordsee nicht mehr so regelmäßig stattfindet, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Das ist auch von Windrichtungen, Windstärken abhängig. Wird mehr Sauerstoff verbraucht, als einfach zur Verfügung steht. Und dann kippt es eben und kommt eben zu diesen Situationen, dass wir zu wenig Sauerstoff am Meeresboden in den tiefen Becken haben, um ein Überleben der benthischen Organismen da zu sichern. Was wir allerdings auch in den letzten Jahren sehen, ist, dass sich diese Zonen nicht nur auf die tiefen Becken beschränken, sondern auch küstennah temporär auftreten, was einfach nochmal so die Verschärfung des Problems darstellt. Was man tun kann, ist zum einen die Ursache bekämpfen natürlich, also die Nährstoffeinträge reduzieren. Das kann über eine Landwirtschaftspolitik passieren, indem man Regelungen für die Düngung zum Beispiel anpasst, indem man Gewässerrandstreifen schafft, die die Nährstoffe an Land halten und gar nicht erst in die Gewässer gelangen lassen, und der Ausbau oder zusätzliche Reinigungsstufen in den Klärwerken sind natürlich eine weitere Maßnahme. Ja, zur Fischereifrage. Es ist tatsächlich so, dass Angelfischerei an sich ist sicherlich eine der, wenn nicht die nachhaltigste Form der Fischerei, die man sich vorstellen kann. Man fängt den Fisch, den man haben will, den Fisch, den man nicht haben will, den wirft man wieder rein, weil er entweder zu klein ist oder weil es die falsche Art ist. Von daher ist es eine sehr, sehr nachhaltige Methode. Die Angelfischerei ist insofern ein bisschen in Verruf gekommen, als es um die Diskussion um das Schicksal des westlichen Ostseedorsches ging. Weil man über die Jahre beispielhafte Fänge gemacht hat vom Thüneninstitut aus. Man hat Prognosen gegeben und gesagt, so entwickelt sich der Bestand. Und musste dann aber immer diese Prognosen weiter revidieren. Da sind zum einen Fehler gemacht worden bei den Wissenschaftlern, zum anderen hat man festgestellt, dass der Einfluss der Dorschangelfischerei in der westlichen Ostsee doch so deutlich ist, dass er die statistischen Verfahren des Thüneninstituts ein Stück weit verfälscht. Und man ist dazu übergegangen, die Anlandungen durch die Angelfischerei in der westlichen Ostsee auf Dorsch mit in die Prognosen mit einzuberechnen. Aber das ist natürlich auch ein schwieriges Unterfangen, weil man entsprechende Kontrollen machen muss. Und das ist wiederum ein Systemfehler, dass sehr viele gute Rechtsakte auch in der gemeinsamen Fischereipolitik auftauchen. Man spricht vom Vorsorgeprinzip und von dem ökosystemaren Ansatz. Man will alles anlanden, was man fängt, aber es wird nicht entsprechend kontrolliert. Und das ist mit einer der Hauptfehler. Mittlerweile gibt es ein sogenanntes Backlimit. Also man darf tatsächlich nur 3 Dorsche am Tag fangen. Aber auch das wird nicht wirklich kontrolliert. Ich glaube, die Kontrolle der Angelfischerei liegt so bei ca. 2-3%. Das ist nicht genug. Dankeschön. Frau Lemke teilt Ihre letzte Frage oder Ihre jetzige Frage auch. Ja, ich würde gerne die gleiche Frage an Frau Professor Boetius und an Herrn Marx stellen und auf den Zusammenhang zwischen Biodiversitäts- und Klimakrise nochmal zurückkommen. Wir haben jetzt von den wirklich vielfältigen Belastungen der Meeresumwelt gehört und ich würde gerne auf die Erhitzung und vor allem auf die Versauerung nochmal zu sprechen kommen, inwieweit dort neuere Erkenntnisse vorliegen, inwieweit das in Nord- und Ostsee bereits fortgeschritten ist. Sie hatten eine Zahl für die Nordsee schon genannt, Frau Professor Boetius. Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas vertiefter ausführen und in dem Zusammenhang den Zusammenhang zur Fischerei bzw. zur Bestandsentwicklung, insbesondere beim Hering. Ich würde es mal auf den beschränken, weil es, glaube ich, die Zeigerart für viele Menschen in der Bevölkerung ist, wie sich das dort entwickelt. Und zweitens, inwieweit Sie das Potenzial für die CO2-Speicherung innerhalb der Umwelt von Nord- und Ostsee, beispielsweise über Seegraswiesen, aber da kennen Sie sich natürlich besser aus, wie hoch ist das Potenzial, können wir dort Hoffnung haben?
Ja, kurz nochmal zur Erwärmung. Also die Nordsee ist eben, wie gesagt, mehr als doppelt so warm als der globale Durchschnitt, erwärmt sie sich. Und auch diese Erwärmung hat auch was mit Sauerstoffverfügbarkeit zu tun. Der Kollege hat schon gesagt, wenn es wärmer wird, dann gehen alle Umsatzprozesse, auch die mikrobiellen, schneller. Dazu kommt, es geht ja nicht nur um den global, also um diese durchschnittliche Veränderung. Wir haben in der Nordsee und in der Ostsee ja seit längerem eben sehr milde Winter. Und wann Winter ist und wann Frühling ist, ist wie an Land ein Trigger für Organismen, sich zu treffen, sich zu vermehren, zu wachsen. Temperatur ist wirklich ein Faktor, der direkt auch biologisch steuert. Und da gibt es ganz direkte Zusammenhänge mit der Lebensvielfalt, bei uns in den Meeren genauso wie weltweit. Da können wir eigentlich nur, was wir dann nur tun können, ist eben darauf zu achten, dass Klimaschutz als Teil des Biodiversitäts- und Meeresschutzes verstanden wird. Es wird mittlerweile berechnet, dass eben der Anteil des Klimawandels an Artenbedrohung steigt und steigt. Der ist im globalen Durchschnitt von Land und Meer zusammen schon bei über einem Drittel angelangt. Also so stark wie viele andere menschliche Praktiken an Land auch sind. Das sind eigentlich erstmal die zwei Punkte, die ich machen würde. Willst du ergänzen? Ja, vielen Dank für die super relevante Frage. Ich glaube, man kann das einfach runterbrechen, dass man sagt, Meeresschutz ist Klimaschutz. Und die Ausweisung von großflächigen Meeresschutzgebieten ohne Nutzung ist aktiver Klimaschutz. Das liegt zum einen daran, an einem Phänomen, was die Wissenschaft jetzt erst anfängt, viel, viel besser zu verstehen, dass der blaue Kohlenstoff im Meer, also die Organismen des Meeres, dazu in der Lage sind, sehr, sehr viel atmosphärischen Kohlenstoff zu speichern. Das liegt zum einen an Vertikalbewegungen, die zum Beispiel der Krill in der Antarktis macht. Der Krill ist eine extrem erfolgreiche Art mit einer Biomasse von schätzungsweise 700-800 Millionen Tonnen, und die fressen nachts an der Wasseroberfläche Algen und unternehmen eine Vertikalwanderung in die Tiefsee und tun dort das Gegenteil von fressen. Und so gelangt sozusagen der Kohlenstoff der Oberfläche in das Endlager der Tiefsee. Und das ist ein Phänomen, was zum einen für Krill beschrieben ist, vor allen Dingen aber auch für Wale. Es gibt Wissenschaftler, die berechnet haben, wenn man die Walbestände wieder in ihren Ursprungszustand zurückbrächte. Zurzeit haben wir ca. 1,5 Millionen Individuen weltweit. Früher waren das bis zu 6 Millionen Wale. Dann wären diese 6 Millionen Wale dazu in der Lage, 1,7 Milliarden Tonnen CO2 jährlich zu speichern. Und das ist sehr, sehr viel. Und das ist ein Phänomen, was erst jetzt verstanden wird. Zum Thema Versauerung. Alle kalkbildenden Organismen, am bekanntesten sind sicher die Korallen, sind diejenigen, die darunter leiden, weil dieses Kalkskelett sich halt auflöst. Ich sage Korallen, aber vor allen Dingen betrifft es auch Organismen des Planktons, also des Freiwassers. Es gibt jede Menge Plankton, die Kalkschalen bilden, kleine Flügelschnecken, Kokolithophoriden und so weiter. Man kann auch viele schöne lateinische Worte sagen. Und die leiden extrem unter diesem Phänomen. Die andere Frage, und das war eine Detailfrage, wie verhält sich das mit den Fischbeständen oder was hat der Klimawandel für einen Einfluss auf die Fischbestände? Und da ganz konkret ist zu nennen der Hering der westlichen Ostsee, der aufgrund der milden Winter mittlerweile sehr früh laicht, also im Januar, Februar. Normalerweise hat er das im März, April getan. Und zu dieser Zeit steht den Fingerlingen, also den geschlüpften Larven, einfach ihre Hauptbeute, kleinere Krebse, nicht zur Verfügung, weil diese kleinen Krebse selber wiederum abhängig sind von Algen, die erst auftreten, wenn die Tage länger werden, weil sie auf Photosynthese angewiesen sind. Und es führt letztendlich dazu, dass die Belastung durch die Fischerei noch extrem verstärkt wird durch den Klimawandel. Begegnen können wir dem eigentlich nur durch großflächige Schutzgebiete, wo die Natur sich selber überlassen bleibt. Herzlichen Dank auch für diese insgesamte zweite Runde. Die Abgeordneten sind heute um 13 Uhr im Plenum erwartet zu einer vereinbarten Debatte. Ich glaube, wir sind auch schon weitgehend durch die meisten Dinge durch. Ich würde aber den Fraktionen, die noch Fragebedarf haben, das Recht noch mal einräumen. Wer hat denn noch Fragebedarf? Grüne, AfD, SPD, also drei Fraktionen. Dann würde ich sagen, 4 Minuten für diese drei Fraktionen und dann sind wir gut durch. Ja? Dann beginnt die SPD. Bitte, Herr Träger. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe auch eher eine kurze Frage an Frau Bützius.
Und mich würde interessieren, wie der Stand der Erkenntnisse ist. In den Windparks, wie sich die in gewisser Weise dann auch als Schutzzonen betrachtet werden können, in gewisser Weise, aber nur, weil dort eben ja dann diese Schleppnetzfischerei nicht möglich ist. Können Sie da schon gesicherte Aussagen dazu machen, ob sich dort die Biodiversität erholt oder gibt es vielleicht auch noch andere Folgen, die wir da zu berücksichtigen haben? Ja, dort, wo man mit Kameratechnologien und beim Aussehen hinschauen kann, wenn man in der Nordsee festen Untergrund bietet oder auch in der Ostsee, was ja sonst eigentlich vor allen Dingen sandig oder schlammig ist, dann siedeln sich dort große Mengen von Lebewesen an. Es sind aber im Grunde ja untypische Ansammlungen dann, weil der Großteil der Nordsee eben sandig ist. Es gab früher in der Nordsee natürlich aber auch viel mehr Riffe, als es heute gibt, weil die sind ja schon zerstört oder abgebaut oder umgelagert. Also man gewinnt auch einen Teil der Lebewesen zurück in neuen biologischen Ansammlungen. Und man kann absolut schnell sehen, dass eben viel mehr Leben da sein kann, wenn es nicht zu den Störungen durch Schleppnetze kommt und wenn man Oberflächen anbietet. Deswegen wird auch diskutiert, soll es nicht sogar künstliche Riffe geben? Nützt das was, um auch dem Verlust von Artenvielfalt entgegenzuwirken, wenn man absichtlich festen Untergrund schafft und dort aber dann erstmal keinen Zugang für Schleppnetzfischerei. Natürlich wird Windkraft aber auch oft mit Sorgen betrachtet in Bezug auf Vogelflug. Da gibt es aber tolle neue Forschungsprojekte, die mit Vögeln, die markiert sind, zeigen können, wie Vögel dazulernen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit durch gibt es die Bedrohung und Lärmerzeugung durch den Ausbau von Windkraft und es muss einfach noch genauer hingeschaut werden, wie die Balance am Ende ist. Für unsere Untersuchung kommt jedenfalls viel dazu zugute zu halten, dass es solche Bereiche gibt mit hartem Untergrund und keiner Fischerei in der Nordsee. Dankeschön. Und Herr Hilse hat eine Frage an Frau Bönke-Henrichs. Ja, meine Frage bezieht sich auch auf Offshore-Anlagen. Sie haben ja in Ihrem Handout das auch als Überschrift quasi markiert, Offshore, fehlende Berücksichtigung ökologischer Belastungsgrenzen. Wie steht der NABU da zu einem massiven Ausbau von Offshore-Anlagen auch, also nicht nur Vögel, sondern eben auch Schallbelastungen, die letztendlich von diesen Windkraftanlagen, von diesen Windindustriegebieten ausgehen. Ich gehe davon aus, wenn Sie das als Überschrift gewählt haben, dass Sie dann dazu als NABU auch eine Meinung haben. Haben Sie Ausbaugrenzen vor Augen oder wie auch immer? Natürlich auch, dass eine technische Anlage, die in ein Meer platziert wird, dass die natürlich auch Emissionen freisetzen kann, also unter anderem bei Störungen, Öle und so weiter und so fort, das sehen wir ja an Land auch. Also Sie haben es ja die Überschrift gewählt, also gehe ich davon aus, dass Sie dazu vielleicht auch ein Statement machen wollen. Danke für die Frage. Zunächst die fehlenden Belastungsgrenzen sehe ich bislang eher vor allen Dingen in der Planung, in der Meeresraumordnung, Flächenentwicklungsplan hat ja noch einen geringeren Ausbaudeckel bislang formuliert. Was ich eingangs auch schon sagte, dass die fehlende Belastungsgrenze, die dahingehend, wir gucken, glaube ich, derzeit von der falschen Perspektive. Wir gucken, wie viel Energie brauchen wir zukünftig und sagen, okay, dann machen wir das auf dem Meer, weil wir vermuten, da sind weniger Konflikte. Aber genau diese weniger Konflikte haben wir eben nicht, weil wir Schutzziele haben, Schutzverpflichtungen haben und weil wir auch andere Nutzungen haben. Insofern sehe ich da zum einen die Herausforderung für die Forschung, zu sagen, wie ist denn überhaupt die ökologische Tragfähigkeit von Nord- und Ostsee für Offshore-Windparks? Das ist eine Frage, die kann der NABU nicht beantworten. Die muss einfach wissenschaftlich beantwortet werden und auf der Basis kann man dann planen. Grundsätzlich ist die Position des NABU schon so, das ist ja heute mehrfach gefallen, wir haben den Klimawandel, der Klimawandel ist eine massive Belastung für die Meeresökosysteme und sicherlich wird Offshore-Wind da eine Rolle spielen, dem zu begegnen. Die Probleme, die wir sehen,
dabei, die müssen wir einfach berücksichtigen und uns bewusst sein, dass das, was an Fläche, an Offshore-Fläche, an Offshore-Windfläche kartiert wird, eben nicht zwangsläufig dem entspricht oder dass die ökologischen Effekte großräumiger sind als das, was die reine Windparkfläche betrifft. Wir sehen das zum Beispiel im Fall der Seetaucher in der östlichen deutschen Bucht. Da zeigt sich eben, dass die Vögel massiv diese Windparks meiden. Die sind dort geschützt, haben dort eigentlich ihr Schutzgebiet. Und das Schutzgebiet wird durch diese Meideradien auf etwa 2/3 der Fläche entwertet für die Tiere. Das sind einfach Dinge, die müssen wir berücksichtigen, wie Schweinswale auf den zusätzlichen Serviceverkehr, Wartungsverkehr der Windparks reagieren, ist ein weiteres Thema. Ja, also ich denke, da ist Luft nach oben, Erkenntnisgewinn zu steigern und dann, wenn man mehr weiß, kann man auch maximale Grenzen definieren, aber das können wir derzeit, denke ich, noch nicht. Dankeschön. Und die tatsächlich letzte Frage jetzt für heute stellt Frau Lemke, bitte. Ich erlaube mir mal zu den Ausführungen noch die Ergänzung, wenn man einen Windpark halt so plant, wie den gerade aktuell durch den NABU Beklagten, das heißt direkt neben einem Vogelschutzgebiet, neben einem FFH-Gebiet, in einem der hauptsächlichen Vogelzuchtkorridore mit Millionen von Zugvögeln, die dort rasten, dann ist das weder Versagen von Naturschutz noch Versagen von Windkraftnutzung, sondern ist das krasses Planungsversagen, weil es bekannt gewesen ist, dass dieser Windpark in dieser Situation dort mit den sensiblen Vogelschutzgebieten keinen Sinn ergibt. Und das Problem zu lösen, ist für alle Fraktionen, die an Problemlösung interessiert sind, in den nächsten Jahren, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und ich halte sie für lösbar. Die Frage, die ich richten wollte an Frau Bözis und wenn sie Zeit übrig lässt, an Herrn Mack, zu einem Schutzgebiet außerhalb von Nord- und Ostsee, das aber, glaube ich, als Vorbild und auch wegen der Bedeutung der Antarktis für wiederum die Schutzgebiete in Nord- und Ostsee eine gravierende Bedeutung hat, ist das von Deutschland und der EU angemeldete Antarktis-Schutzgebiet, über das die Kamela-Konferenz im Oktober, November, ich weiß es nicht genau, entscheiden soll und wozu es ja einen interfraktionellen Antrag auf Initiative eben aus diesem Ausschuss heraus hier im Deutschen Bundestag gegeben hat. Und ich Sie fragen möchte, ob Sie uns zum Abschluss noch etwas Positives mit auf den Weg geben können, was wir möglicherweise zur Durchsetzung dieses Schutzgebietes aus dem Bundestag heraus noch leisten können, weil ja Sie beide federführend bei diesem Schutzgebiet mit involviert waren. Ich gebe es gleich an Herrn Mark, der ist mega noch aktiv. Aber wir beim AWI werden auch alles weiterhin tun, die Daten und die Grundlagen für den Erhalt dieses Schutzgebietes zu liefern. Aber es ist wirklich eine politische Verhandlung. Es geht darum, die Gegenstimmen, die sehr laut sind, einzufangen. Ein bisschen gibt es Vorankommen mit Skandinavien, aber es gibt noch mehr, die etwas dagegen haben. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, wo wir da stehen. Also von der Wissenschaft zumindest auf jeden Fall Unterstützung. Daten werden dort erzeugt. Das ist weiterhin unser Auftrag als Alfred-Wegener-Institut, da beste Datengrundlagen zu schaffen in einem Gebiet, wo noch viel zu entdecken ist. Ja, vielen Dank auch für die Weitergabe. Und ich will 10 Sekunden dafür nutzen, dem Alfred-Wegener-Institut zu danken für die wissenschaftliche Grundlage, weil ich glaube, es ist absolut stichhaltig und substantiiert, so wie das Schutzgebiet vorgeschlagen wird. Aber man ist im politischen Raum. Es geht nicht ausschließlich um Wissenschaft. Ich glaube, jedem in der Antarktiskommission ist klar, dass dieses Schutzgebiet sehr wohl begründet ist. Die Antarktiskommission setzt sich zusammen aus 24 Ländern und der EU und entscheidet im Konsens. Und dieser Konsens ist in den vergangenen Jahren nicht zustande gekommen, obwohl dieser Vorschlag sehr valide ist. Norwegen, China und Russland sind die drei Länder, die sich dagegen gewandt haben. Es gibt jetzt einen gemeinsamen Vorschlag mit Norwegen. Man hat sich darauf geeinigt, ein zweistufiges Verfahren zu gehen, dass man zunächst mal den Bereich westlich des Nullmeridians als Schutzgebiet ausweisen will. Das wäre die größte der maßgeblich größte Fläche und dann nach weiterer Forschung auch den östlichen Teil. So würde das größte Schutzgebiet der Welt entstehen, über 2 Millionen Quadratkilometer groß. Also man hat das noch nachgearbeitet. Wir hoffen sehr,
dass in diesem Jahr die Bundesregierung wieder mit diesem Vorschlag in die Verhandlungen geht und dafür sorgt, dass dieses Schutzgebiet auch tatsächlich entsteht. Weil, das hat der Bericht des Internationalen Klimarates zu Ozeanen und der eisbedeckten Fläche des Planeten, der Kryosphäre, gezeigt, wir verlieren massiv durch den Klimawandel die Landgletscher. Rechnet man den Verlust des Grönlandgletschers und der antarktischen Gletscher zusammen, so sind es fast 500 Milliarden Tonnen Eis jährlich, die dort schmelzen und in die Ozeane fließen. Und wir brauchen ganz dringend diese Schutzmaßnahmen. Und wir hoffen sehr, dass sich vielleicht auch der Bundestag dazu entschließen kann, die Bundesregierung noch mal an ihre Verpflichtung für den internationalen Meeresschutz zu erinnern. So, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Befragung und vor allem der Antworten für heute. Vielen Dank meinen Kolleginnen und Kollegen für die Fragen und ganz besonderen Dank natürlich unseren 4 Sachverständigen für die Beantwortung der Fragen, dafür, dass sie uns geholfen haben, diesem wirklich, glaube ich, extrem wichtigen und öffentlich weitgehend unterschätzten Thema ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wir werden daran weiterarbeiten. Vielen Dank, dass Sie da waren und einen guten Rückweg.